bin ja. Hoch. Sorry for this. Ja, mega. Und da passe ich rauf, ja? Meinem kleinen Popo auf das kleine Brötchen. Jetzt kommt der Motor, jetzt kommt er. Ja, genau. Du denkst daran, dass ich eine fette Hupe bin, ja? Leute, wir haben es geschafft. Wir sind endlich auf der IFA angekommen. Das allererste, was wir gesehen haben, ist... Synchron tanzende Roboter. Schaut euch das an. Synchron tanzende Transformer. Transformer. Komm, ich geh mal gucken. Komm, wir drehen mal eine Runde. Felix, komm mal mit. Ach, da ist er ja. Ja, komm. Das gibt's ja gar nicht. Kommst du überhaupt hinterher? Komm, rückwärts fahren kann ich auch. Guck mal, muss ich. Vor allem langsam und smooth rückwärts fahren, ja? Das ist gar kein Problem. Kannst du dich noch an die Einräder von Airwheel erinnern? Das hat immer Laune gemacht in dem Fall. Der mobile Koffer. Und das Ganze war um die 800 Euro. Ja, witziges Gimmick. Haben wir schon unser erstes Highlight auf der Messe gefunden. So, Leute, jetzt sind wir auf dem Stand von NIO angekommen. Wie entspannt er den schon trägt, ne? Er ist ultra leicht. Er wiegt halt wirklich nichts. Ne? Und das, was jetzt hier steht, das ist der NIO KQiR. Ganz neues Modell, kommt jetzt gerade auf den Markt. Preis 1.399 Euro, wiegt unter 12 Kilogramm und besteht zu Großteilen eigentlich aus Carbonfasern, also aus Kohlefaser im Verbundmix mit Magnesium. 70% Carbon, 30% Magnesium, unter 12 Kilogramm. Das Ganze mit 50 Kilometer Reichweite bei 300 Watt. 300 Watt auf dem Hinterrad bei 700 Watt Peak. Das ist schon mal ziemlich cool. Das Gewicht, schau mal hier. Du siehst schon, wie ich ihn jetzt hier in die Hand nehme und einfach nach oben ziehe. Das ist gar kein Problem. Wahrscheinlich musst du das hochklappen. Wie macht man das? Ah, das ist ja clever, ne? Also der ist vom Gewicht auch ganz gut austariert. Dadurch, dass wir natürlich den Radnabenmotor hinten haben, hat er immer die Tendenz, nach hinten ein bisschen runter zu rutschen. Aber er ist sehr leicht. Und ich habe jetzt nicht nach der maximalen Zuladung gefragt, aber ich denke mal, mit meinen 100 Kilo dürfte das hier kein Problem sein, ne? Also ich finde ganz ehrlich, die Blinker sehen ziemlich fresh aus und dann aber auch die Armatur, die man jetzt hier gefertigt hat, das sieht überhaupt nicht aus wie von der Stange. Denn zünden tust du den Roller mit einer NFC-Karte und dann hast du darüber hinaus hier noch einen Gasdrehgriff. Und ja, der ist ganz schön spritzig. 48 Volt, und das sage ich hier immer wieder, ne? Spannung ist wie Hubraum. Das ist ungefähr der Sechszylinder denn unter den E-Scootern, als wenn du 36 Volt nimmst und den Vierzylinder. Ja, da pennt einem ja dann fast der Sack ein. Typisch für NIO, vorne der Halo-Ring. Das kennt ihr bereits von den anderen Modellen. Und ansonsten ist das Teil jetzt wirklich stylisch. Und mal was anderes. Ihr habt jetzt zwei Fahrstufen, die könnt ihr umschalten. Hier auf der rechten Seite zwischen Eco und Sport. Darüber hinaus gibt es noch eine Hupe und ansonsten müsst ihr eigentlich nur Gas geben und bremsen. Mehr muss man nicht machen. Der geht aber ab. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass der so viel Druck hat. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, die ist natürlich rutschig, dass man hier nicht wegrutscht. Also Bremse reagiert schon mal ganz gut. Oh, Gasannahme, ey, ganz ehrlich, geht wirklich so. Im Eco-Betrieb. Ja? Also schiebt jetzt ordentlich nach vorne. Höchstgeschwindigkeit kann ich hier nicht ausprobieren. Aber ist gut programmiert und die Bremse zieht auch gut. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in Fahrstufe Sport. Ich habe keinen Bock, mich hier auf die Fresse zu legen. Ja. Oh ja. Das muss man eigentlich mal im Praxistest machen. Dafür ist die Strecke jetzt hier zu klein. Aber der hat ein ordentliches Drehmoment, ey. Der feuert richtig los. Schöner Roller, schön leicht. Aber ich will mich hier nicht auf die Nase packen. Deswegen gucken wir mal, was es noch an Neuigkeiten gibt, oder? Ja, und der Roller ist tatsächlich neu für mich. Das ist nämlich der Xiaomi-Scooter 4 Ultra. Ich muss jetzt ein bisschen lang. Ich selber bin ihn noch nicht gefahren. Ich durfte ihn auch noch nicht testen. Xiaomi hat mich angefragt gehabt, ob sie mir einen schicken dürfen. Das ist schon 3 Monate her und seitdem habe ich nichts mehr von denen gehört. Ja, wer nicht will, der hat halt schon. Ja, Freunde, wir wollten den Stand gerade verlassen, aber da haben wir was gefunden, was uns hier richtig anturnt. Und zwar ist es der Otis Turn, der jetzt wohl im nächsten Jahr auf den Markt kommt. Ich bin gerade noch dabei, hier den Schlüssel abzufummeln. Ein E-Scooter, der anscheinend auch vollgefedert ist. Ein bisschen über 20 Kilogramm, aber mit einem wechselbaren Akkusystem. Aber jetzt haltet euch fest, da ist der Schlüssel, ja, unter 1.000 Euro. Also Wechselakku unter 1.000 Euro, vollgefedert, 10 Zoll Bereifung, Scheibenbremse vorn, Scheibenbremse hinten. Und jetzt passt mal auf. Blinker vor allen Dingen. Ja, ja, Blinker kommen wir auch gleich dazu. Aber hier ist der Akku drin. Also 36 Volt, 15,6 Ampere schon, bedeutet um die 60 Kilometer Reichweite. IP55, also das wäre ein guter Spritzwasserschutz. Ich denke, das reicht doch aus. Bremse gibt es auch mit Rücklicht- bzw. Bremslichtfunktion und haltet euch fest, Blinker gibt es auch. Das ist der Otis Turn. Also unser beider Highlight in der ersten Stunde war jetzt nicht der Hardcore-Carbon-Roller, es war der Koffer. Es war der Koffer. Es war der Koffer. So was Geiles. Der Koffer war geil. Den hätte ich jetzt am liebsten und würde hier eine Runde fahren. Oh ja, können wir es vielleicht dann ausleihen? Ich frag mal. So, Freunde, wir haben jetzt den Elite Prime hier draußen stehen von der Firma Yadea. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen.
knapp 22 Kilogramm schwer, 110 Kilogramm Zuladung. Die Homologation für den deutschen Markt wird es für demnächst geben. Wir haben 36 Volt, 500 Watt Nennleistung, 800 Watt Peakleistung, integrierte Blinker, 15,5 Amperestunden auf 36 Volt und alles in allem ein wirklich sehr, sehr schönes Einarmschwingkonzept. Das siehst du auch nicht alle Tage. Deswegen steige ich jetzt mal auf, fahre das Ganze mal, um euch mitzuteilen, wie gut fährt sich der neue Yadea Elite Prime. Du musst ihn vermutlich ankicken und kannst dann schon Gas geben. Jawohl. Und jetzt fahren wir mal die erste Runde. Ja, einfedern lässt er sich gut. Und genau das ist ja der Vorteil von dieser Schwingarmkonstruktion, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ja, von der Bedienung her eigentlich wie jeder Ninebot oder Xiaomi. Aus dem Stand fährt er jetzt nicht los. Ob es dazu auch eine App gibt oder auch 4G-Tracking, was auch immer, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mir die Klingel gefällt. Die Klingel sieht cool aus. Gib mal Gas. Oh ja, der zieht gut ab. Der zieht richtig gut ab. Jetzt hier an der Stelle noch die Version 25 km/h. Die wird es in Deutschland natürlich nicht geben. In Deutschland werden wir dann 22 km/h bekommen. Genug Druck vorhanden. Und die Bremsen sind auch in Ordnung. Da fährt sich gut. Fährt sich richtig gut. Ich will auch. Ja, schönes Konzept, schönes Design. Also für jemanden, der ein bisschen kleiner ist, glaube ich, wird es nicht ganz so einfach sein, weil die Lenkstange an sich ist sehr hoch. Ja? Ich sage mal so ab 1,60. So finde ich es genau richtig. Guck mal, meine Arme sind ja fast in einem rechten Winkel. Ne? Handling ist echt cool, aber mit 22 Kilo ist er jetzt auch nicht der leichteste. Ne? Ja. 4000 Watt für 4000 Euro. Dualtron an sich bin ich schon mal gefahren, aber das Konzept jetzt mit der großen Bereifung kenne ich persönlich noch gar nicht. Sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Das Beleuchtungskonzept, das musst du dir mal reinziehen. Das ist ja wohl mal der Oberknaller. Ne? Der macht dann übrigens maximal 3600 Watt, also sprich 1,8 vorn, 1,8 hinten. Und ist natürlich um die Hälfte kleiner, aber es sind tolle Konzepte, die natürlich in Deutschland nicht zugelassen sind. Aber trotzdem sollten wir mal gucken, was die hier so an E-Scootern zu stehen haben. Denn die wollen tatsächlich auf den deutschen Markt kommen mit dem einen oder anderen Modell. Ne? Das hat man zumindest gerade rausgehört. Lass mal schauen. Ich würde mir wünschen, dass man eigentlich gut zu sehen ist mit einem E-Scooter. Das fehlt mir nämlich so ein bisschen. Warum nicht auch mal solche Konzepte in Deutschland freigeben? Macht auf jeden Fall Sinn, oder? Also ihr seht, vom Bodenbelag ist ziemlich egal. Jetzt fahren wir einfach mal ganz entspannt runter. Oh, habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Ich liebe es. Echt geil. Echt geil. Komm mal, das nehmen wir mit. Das gefällt mir. Ab geht's. Wir machen gerade ein Video. Sorry for this. It's on video. It's good. Es ist mit Bierhalter, aber schaut genau. Kannst du mir das Loch bitte mal erklären? Ja, mir doch mal bitte, ja, also Bier fällt nicht durch, aber die kleinen Dosen, die fallen scheinbar dann doch durch. Sorry, my friend, a little question. Don't say it. I love this bike, but with the option that my little Dose yeah. Sorry for this. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich komme immer noch nicht über die Nummer mit der Dose. So Leute, wir starten jetzt mal mit dem SOX, mit diesen krassen Donut-Wheels, einer Vollgummibereifung. Sag mal, wie viel Zoll ist denn das eigentlich? 8,5 Zoll. Und wie wird hier abgebremst? Eine elektromagnetische Bremse und eine Keramikbremse, ja? Das habe ich auch noch nicht gehört. Krass, cool, dann fahren wir das Ganze jetzt einfach mal Probe. Gewicht ist ja relativ easy, 16 Kilogramm, 350 Watt Grundleistung und 600 Watt Peakleistung. Wir haben zwei Fahrstufen zur Verfügung und ich fahre einfach mal los. Und guck mal, wie sich das Ganze macht jetzt hier. 21 km/h. Oh, der sprintet hier ordentlich auf 22 km/h, das hätte ich gar nicht erwartet. Und dann, ach Gott, Freunde, ich habe sogar drei Fahrstufen. Ich dachte, ich habe nur zwei. So, ich habe normal, dann habe ich Sport Weiß, das ist wahrscheinlich Drive. Sport, alles klar. Komm, wir probieren mal Sport aus. Jetzt will ich es wissen. Wir fahren mal nicht zu schnell. Das Handling so ein bisschen eingeschränkt ist. Füßchen raus, dann kommst du gut um die Kurve. Aber du hast halt eben auch kein Fahrwerk. Und dadurch ist es ein bisschen blechern, ein bisschen knöchern. Das müsste man mal wirklich in einem richtigen Review erfahren, wie gut der SOX wirklich ist. Ja, witziges Konzept. Ist mal was anderes. Vor allem wegen der Donutreifen. Ja. Bin ich so noch nicht gefahren. Der Frontantrieb ist gut. Er schiebt bis 22 km/h. Akku war jetzt nicht ganz voll. Ja. Macht auf jeden Fall Laune. Und jeder, der was für die Designschmiede sucht, der ist, glaube ich, beim SOX genau richtig. Das ist so. Okay, das ist jetzt also der neue SO1 Pro. Habe ich richtig verstanden, ja? Das ist richtig, ja. Zum einen haben wir erstmal eine 10 Zoll Luftbereifung, dann sehe ich schon Trommelbremse vorn.
Das ist jetzt also tatsächlich hier die Ladebuchse. Richtig. Und dann haben wir ja 21.700er Zellen, 48 Volt und 10 Ampere schon. Und ihr sagt Reichweite 50, 60 Kilometer. Alles klar. Und dann haben wir hinten den Radnabenmotor, 48 Volt, 500 Watt Nennleistung und 1200 Watt Peakleistung. TFT-Display, sieht zumindest so aus. Kann man das gut sehen? Da kann man jetzt sogar die Navigation drauf richtig anzeigen lassen. Via App, genau. Du sagst direkt auf der App, wohin du willst. Ja. Jetzt habt ihr aber schön versteckt hier. Das sieht richtig edel aus. Blinker links, Blinker rechts. Ja, kriegst du gerade noch mal kurz eine akustische Rückmeldung. Okay, also Rücklicht mit Bremslichtfunktion haben wir auch noch. Ey, das ist so leicht, 14,4 Kilogramm. Unter 1000, also 999. Richtig. Mit Blinker, richtig guten Zellen, TFT und einer schönen Optik. Genau. Jetzt muss er nur noch gut fahren, ne? Ich probiere es mal ganz kurz aus und fahre erstmal im Standardmodi low. Einfach mal los, ne? Ankicken, losfahren und extrem angenehm fällt mir an dieser Stelle auf. Smooth. Smoothes Anfahren und der Gasdrehgriff. Da bin ich ein großer Freund von. Bremse hakt hinten ein bisschen stärker rein als vorne. Muss man mal gucken, wie man das Ganze dosiert. Wir probieren es jetzt mal in Komfort und ich muss auch sagen, Display an sich mit den wichtigsten Informationen bestückt. Ich kicke ihn mal wieder an und jetzt schiebt er. Motor ist aber laut. Warum ist denn der Motor so laut? Ist das ein Getriebemotor? Sag mal, Joel, ist das ein Getriebemotor? Das ist Planetengetriebemotor. Planetengetriebemotor, das heißt, ihr wollt Drehmoment haben, damit die Leute den Berg hochkommen. Richtig. Besonderheit ist nämlich die Steigung. Was kann der nochmal? Maximal 30% Steigung. 30%? 30% ist aber ordentlich. Ich hoffe nicht, dass wir gleich aus der Umlaufbahn stürzen. Gib mal Gas. An. Jetzt schiebt ihr aber. Alter Schwader. Motor ist sehr kräftig, sehr durchzugsstark, sehr viel Drehmoment. Jetzt weiß ich auch, was er mit 30% meint. Aber die 22, ja, die schafft er jetzt gerade noch nicht. Cooles Modell, cooles Konzept, 14,4 Kilo. Es gibt noch Pro und Kontras, definitiv. Aber es ist eine Qualität, auf der sich aufbauen lässt, vor allem zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und darum geht's. Felix, das war's. 7 Stunden später haben wir es geschafft. Die IFA haben wir hinter uns gelassen. Und was würdest du sagen? Innovationen und zukunftsweisende Ideen für die nächsten 10 Jahre? Mit Sicherheit. Allerdings war jetzt doch, sagen wir mal, viel auch Asiamarkt. Das klingt jetzt vielleicht frech, aber wir haben uns jetzt primär auf die Mobilität spezialisiert und da war jetzt nicht so viel, aber wir haben geile Sachen gefunden. Echt? Ja. Du kannst ja mal sagen, was dein persönliches Highlight war. Also ich habe zwei Highlights. Mein persönliches Highlight ist Gyro. Nicht nur, dass wir diesen geilen Baseball ausführen durften. Nein, ich habe Football. Football, verzeihung. Du warst aus dem Football und Baseball. Die Amerikaner wollen dich jetzt steinigen. Also mein Highlight war auch tatsächlich der Football. Der war ja wohl mal mega cool. Das Äquivalent zu jedem Hoverboard da draußen. Und vor allem Einrad. Ich würde sagen, fast und Einrad als Hoverboard. Mega nicht, Laune gemacht. Sagen, ja. Es hat wirklich mega Laune gemacht. Und danach würde bei mir die Adea kommen. Die 125er. Aber dann kommt schon der Koffer. Also ich habe sogar drei. Es waren mehrere Highlights. Aber wenn ich es jetzt so gliedern müsste, würde ich sagen, der Football war bei mir ganz klar die Nummer 1. Weil es einfach ein Fun-Gadget war. Es hat einfach Spaß gemacht. Kostet nicht viel Geld, kann sich jeder leisten. Ist für Kids gut und für Menschen, die vielleicht ein bisschen mit dem Gleichgewicht sind, spielen und das Ganze ausprobieren möchten, um das zu schärfen. Finde ich cool. Und Indoor ist es mega gut geeignet, würde ich behaupten. Mann, du bist rückwärts gefahren. Ey. Das war einfach schon wieder völlig absurd, dass du da abgezogen hast. Du hast einfach geguckt. Die Mitarbeiter von Gyro, die konnten es gar nicht fassen, dass da einer aufsteigt und anfängt, die ganze Passage da rückwärts zu fahren. Das war absolut straight. Ja, also war ein straighter Tag. Wir haben viel Content gesammelt, hat Laune gemacht und wir haben genetzwerkt. Ganz wichtig. Ach Mensch, ich habe den Nio vergessen. Nio KQi. Ja klar, der R mit dem Carbon. Und den ganz leichten haben wir gar nicht gesehen. Den hat sich Welt geschnappt. Da hatten die irgendwie einen Beitrag. Also jetzt knapp 12 Kilo mit 50 Kilometer Reichweite. Ja. Na gut aus. Die beste Szene in dieser ganzen Zeit war natürlich die Tatsache, als du plötzlich angefangen hast, deine Dose in den angeblichen Fahrradhalter zu stecken, weil du dachtest, du könntest deine Dose da abstellen und dann flutscht die einfach durch. Mega, das war ich habe so gelacht, habe ich schon lange nicht mehr. Hat Spaß gemacht, das war's. Ihr macht jetzt bitte nur noch eins. Klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.